Willkommen zu meinem Kanal und heute geht es in dem Video um das Unboxing, das Öffnen des Match XM2 Pro Miners. Was ich mit euch durchführen möchte, in dem letzten Video habt ihr gesehen, was in dem Paket drin war. Und heute zeige ich euch, ja, was hier in dem Miner-Paket drin ist von Match X. Und da bin ich selber sehr drauf gespannt. Ja, dann öffne ich das hier mal oder schneide es auf. Und dann wollen wir mal zusammen mal reinschauen, was sich da drin befindet. Und ja, was da alles für Sachen mit drin sind in diesem Miner, in dem Originalkarton. Da bin ich selber drauf gespannt. 200.000 Euro liegen hier auf dem Tisch, die jetzt ausgepackt werden. Und ja, wenn ihr den auch bestellen wollt, dann schaut einfach in der Videobeschreibung nach. Da habe ich einen Link, wo ihr den dann natürlich bestellen könnt und dann hoffentlich auch eure eigenen Kryptowährung oder beziehungsweise Kryptowährung mit so einem Miner von MatchX minen könnt für Indoor und Outdoor. Ja, das ist das Paket. Ich bin selber ganz aufgeregt, weil das für mich auch was ganz Neues hier ist. Deshalb stelle ich euch auch dieses Projekt hier vor. Und ja, dann machen wir mal, ich zoome mal leicht mal rein, was sich da so alles befindet. Stellen wir eben das Licht ein bisschen anders. Ja, was sehen wir hier? Da ist ein Aufkleber mit dabei, original von Match X. Dann haben wir hier ein, ja, ein Handbuch, würde ich sagen, ne? Was wir alles hier machen sollen, tun, damit der anfängt zu laufen. Dazu gibt es dann natürlich fortlaufende Videos von mir, wie ich das Ganze anschließe, worauf man achten muss, welche Software man benutzt, welche App, wie das alles installiert und in Gang gesetzt wird und was wir dann nachher daraus meinen können. Wie gesagt, das Ding ist ja so ein Low Run Miner. Dann haben wir hier Dübel und Schrauben und da er ja, wie gesagt, Outdoor befestigt werden kann oder auch Indoor, haben die schon sowas mit reingegeben. Wahrscheinlich gibt es dann auch irgendwo Halterungsmöglichkeiten dafür. Dann haben wir hier noch eine große, ja, Metallschelle für einen Mast oder ja, wo man das auch anbringen möchte, für draußen, ob am Balkon oder wo auch immer. Das ist mit dabei. So, dann haben wir hier ein Kabel, womit der Miner betrieben werden wird, beziehungsweise garantiert gibt es dazu einen Adapter, wo das hier irgendwie umgewandelt wird von 230 Volt auf die besagten, ja, 10 bis 15 Watt, glaube ich, die er benötigt, ja, an Stromverbrauch. Ich schätze mal, von der Länge her ist das ungefähr nicht viel. Das sind vielleicht 30 bis 50 Zentimeter. Natürlich kann man sowas auch nachkaufen. Lasse ich in der Videobeschreibung da, wenn man ein längeres Kabel braucht und benötigt, um ja den Match X. So, jetzt zoome ich nochmal dran. Oder stellt scharf,
woanders betreiben zu können, wenn gerade nicht die Steckdose in der Nähe ist. Das haben wir da. Was haben wir hier? Das ist der Power-Adapter anscheinend. Genau, da kommt nachher das Kabel mit rein, damit der halt mit Strom versorgt wird. Und dann wandelt er das oder wandelt er den Strom um. Jetzt haben wir hier so stehen. PoE und LAN. So, LAN ist klar. Da kommt das LAN-Netzwerkkabel rein. Wer jetzt nicht den Router in der Nähe stehen hat, ja, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass man das halt über Devolo oder DLAN laufen lässt, über die eigene Stromleitung. Das heißt, wenn der WLAN-Adapter oder der WLAN-Router, wie bei mir im Fall, jetzt hier unten im Keller steht, ja, dann kann man das auch über die Stromleitung einspeisen lassen und dann das LAN-Signal hier drüber laufen lassen. Wie gesagt, da kommt das LAN-Kabel rein und dann wird er darüber auch versorgt. Ich habe ja natürlich eine Fritzbox 7590. Da zahlt man 200 € circa. Lasse ich alles als Link in der Videobeschreibung da, weil ich denke mal, hier werden sehr viele Daten übertragen. Daher braucht man schon einen guten Router auf dem neuesten Zustand und den solltet ihr euch auf jeden Fall auch zulegen. Hier können wir noch mal eben hinten drauf schauen. Ich stelle das noch mal scharf, was er an Verbrauch hat. Ja, das dazu. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Stabantennen. Ich nehme mal eine raus. So sieht das Ganze aus. Die werden nachher auf den Miner draufgeschraubt. Da ist auch extra eine Bezeichnung drauf. LO sehe ich hier. Das ist die erste Stabantenne. Bei der nächsten steht auch LO. Und hier steht nur G drauf. Ansonsten ist hier nichts mehr drauf geschrieben. Ja, dann kommen wir zu dem Herzstück. Ich zoome mal eben kurz raus und fahre mal die Kamera hoch. Ja, das ist der Match X. Und da oben sehen wir eine Bezeichnung auch für diese Stabantennen, wo die genau angebracht werden. Was A ist, weiß ich noch nicht. Da ist auch ein Schraubgewinde drauf. Ist überall ein Schraubgewinde drauf, aber das ist extra nochmal hier abgeschlossen, so dass man da halt erstmal nichts drauf schraubt. Wofür das Ganze ist, weiß ich noch nicht. Das könnt ihr dann auch in den nächsten Videos erfahren, wenn ich den Match X Pro meiner dann auch konfiguriere, anschließe und wir den dann in Betrieb nehmen. Ja, unten sind zwei Schrauben. Das weiß ich so viel aus der Installationsanleitung, die ich mir schon mal online angeschaut habe.
dass die auf jeden Fall entfernt werden müssen. Und da haben wir diese Halterungsösen, wo man zum Beispiel halt diese Dübel anbringen könnte, ja? Oder auch Schrauben, wenn man das Indoor betreiben möchte und nicht nur Outdoor. Weil wie gesagt, der ist auch Outdoor, ja, betriebbar. So, dann lege ich das mal wieder. Ich lege es mal an die Seite, weil hier unten drunter, da sind auch noch ein paar Sachen. Und zwar sind hier noch, ja, Netzwerkkabel mit dabei. Zwei Stück. So, ein längeres, ein etwas kürzeres. Ja, muss man dann halt nachher selber schauen, wo man ihn positioniert. Entweder kommt man damit klar, ansonsten muss man halt längere Netzwerkkabel nehmen. Dazu nochmal eine kleine Information. Wir gucken mal eben hier drauf, was hier drauf steht. Das sind Cat 6 Kabel. Dabei handelt es sich um die Abschirmungsklasse, damit halt keine anderen Störfrequenzen eindringen können und somit ja, die Daten verfälscht werden können. Ja, Cat 6 ist in Ordnung. Gibt ja auch schon Cat 7. Kleiner Tipp von mir, den ich auch in der Videobeschreibung mit reinlege, wenn ihr etwas günstigeres LAN-Kabel kaufen wollt, Cat 6a. Das ist eigentlich dasselbe wie Cat 7, bloß für diese Kategorien Cat 6, Cat 5, Cat 7. Dafür muss man Lizenzgebühren bezahlen, also zahlen die Hersteller. Und damit so ein Kabel günstiger ist, machen manche Hersteller auch ein Cat 6a, obwohl das eigentlich ein Cat 7 Kabel ist drauf, damit das Kabel ja günstiger ist nachher in der, ich weiß nicht, in der, im Einkauf oder im Verkauf. Auf jeden Fall Cat 6a, Cat 6, ich glaube, das reicht vollkommen aus, um ja vernünftig damit arbeiten zu können. So, zwei Stück sind dabei. Ich nehme mal eben das hier noch weg, ob hier noch sich unten drunter was befindet. Nein. Hier habe ich auch noch irgendwie so ein kleines schwarzes Kästchen, was noch mit drin ist. Das öffnen wir jetzt mal. So, da ist noch irgendwie, ja, irgendwas abgebildet. Aber ich kann es noch nicht erkennen, ob das irgendwelche Kabelhalter sein sollen. Muss ich mir genau nochmal anschauen. Genau erkennt man das nicht. Und das ist wahrscheinlich die einfach nur die Kabelführung, Clips oder sowas, die mit dabei sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind mit dabei. Und dann nochmal so eine Klebefolie, dass man auch jetzt zum Beispiel nicht vielleicht direkt was an der Wand schrauben muss, sondern ja, doppelseitiges Klebeband, dass man den Miner auch irgendwo befestigen kann. Wobei Indoor ist es vielleicht eventuell in Ordnung, aber Outdoor, ja, durch den Verschleiß hält das garantiert nicht durch Sonne und Hitze und Kälte nicht lang. Ne? Also dann besser Dübel und Schrauben benutzen, um den draußen anzubringen. Ansonsten für im Haus könnte das auch völlig ausreichen. Fragt sich nur für wie lange. Wenn da auch die Sonne drauf scheint, das gibt es dann auch irgendwann nach. Ja, so zu dem Thema
Unboxing vom 2 Pro Miner von Match X. Das ist alles im Originalkarton drinne. Jetzt habt ihr gesehen, wie das alles hier ausschaut, wenn er geliefert wird. Ich bin gespannt, was im Handbuch drin steht und wie wir das Ganze aufbauen, einstellen. Das zeige ich euch dann in der fortlaufenden Videoserie. Und ich hoffe, ihr schaltet ihn ein und guckt euch das mit an. Vielleicht ist es auch ein Projekt für euch, um ja, passives Einkommen damit zu erwirtschaften, Kryptos zu meinen. Da kommen ja verschiedene Kryptowährungen dazu von diesen Match X Pro Miner. Also man kann damit nicht nur, ich glaube, da gibt es einen Coin, den man malen kann. Und ja, da ist nicht nur der eine Coin, sondern auch der Bitcoin, der soll auch noch kommen. Und noch ein anderer. Aber das werdet ihr alles in den weiteren Videos sehen, die ich hier dann ja, hochlade. Und dann könnt ihr euch somit ja, updaten, was es zu diesem Projekt gibt. Alles andere findet ihr sonst in der Videobeschreibung, wenn ihr so ein Projekt starten wollt. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos wieder, wenn es darum geht, diesen Match X Pro Miner aufzubauen, einzurichten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt was mitnehmen. Wir sehen uns dann. Ciao.